Hi, heute zeige ich euch was richtig Verrücktes und zwar das hier. Das ist Roast Beef in Bacon. Der absolute Kracher und wie ihr das macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Bevor wir mit den Zutaten loslegen, befüllen wir erstmal das Big Green Egg und starten es. Da ist noch Kohle drin, aber wir legen mal noch ein bisschen nach. Das sollte schon reichen. Dann schnappe ich mir den Luftleiter, teile die Kohlen gerade noch ein bisschen und dann wird er gestartet. Und ab geht die wilde Fahrt. So, das Eck ist an. Kohlen lassen wir jetzt durchglühen. Und dadurch, dass ich das Roastbeef gleich scharf angrillen will, lege ich jetzt schon mal den Grillrost rein. Später bauen wir den Grill dann für indirekte Hitze um, machen den Deckel zu, Luftregler auf und lassen den Grill ordentlich auf Temperatur kommen. Hier sind jetzt die Zutaten, die ich für mein Roastbeef in Bacon brauchen werde. Wer hätte es gedacht, wir brauchen Roastbeef. Das habe ich bei Your Beef bestellt. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir brauchen Bacon, etwas süßen Senf, etwas von meiner Pure Barbecue Mischung, im späteren Verlauf noch etwas Barbecue Soße. Zutaten sind im Prinzip überschaubar. Den Grill heize ich ja wie gesagt schon vor, denn ich möchte als allererstes jetzt mal dieses Stück Roastbeef hier vorbereiten. Und ich würde sagen, wir legen los. So, starten wir also mit dem Roastbeef. Das möchte ich gleich kurz auf dem Grill richtig scharf anbraten. Und was wir halt nicht brauchen, ist dieser Fettdeckel, der hier oben drauf ist. Den werde ich jetzt gerade runterrennen. Dafür braucht es ein scharfes Messer. Beziehungsweise sehe ich gerade das hier. Können wir schon einfach so runternehmen. Das werfen wir natürlich auf gar keinen Fall weg. Sowas wird eingefroren und wenn ihr das nächste Mal Burger macht, wandert das mit in den Fleischwolf. Was nicht mit in den Fleischwolf wandert, ist das hier. Das hier ist eine Silberhaut. Die nehmen wir jetzt auch runter, aber die darf dann tatsächlich weg. So, wunderbar. Das Roastbeef ist soweit getrimmt. Und jetzt sieht man auch mal diese wunderbare Marmorierung hier. Schaut euch das mal an. Ein traumhaftes Stück Fleisch, super marmoriert. Legen wir kurz beiseite. Der Grill braucht noch einen Moment. Ich hole gerade ein Backpapier und wir fangen an, das Baconnetz zu weben. In den vergangenen Bacon-Bomb-Videos habt ihr euch ja immer wieder ein Bacon-Netz gewünscht. Ich habe einfach mal nur die Bacon-Scheiben drumherum gemacht. Heute kriegt ihr euer Bacon-Netz. Also, wir haben hier ein Stück Backpapier und hier eine nicht ganz unerhebliche Menge Bacon. Diese Streifen nehmen wir uns. Und legen die erste Reihe. Und lassen das immer so ein klein bisschen überlappen. Dann kommt eine Lage Bacon so. So, die erste Reihe Bacon ist jetzt gelegt. Dann nehme ich jetzt eine weitere Scheibe und lege die jetzt oben auf die hochgelegten drauf. Ich hoffe, ihr könnt dem folgen. So, und jetzt kommt der tricky Moment beim Bacon-Netz legen. Jetzt müssen wir das hier einmal umklappen. Und dann kommt hier die nächste Lage Bacon hin. Kurzer Blick aufs Eck sagt, es ist auf Temperatur, das ist wunderbar. Aber wir wollen ja richtig scharf angrillen, da lassen wir es einfach noch eine Sekunde. So, wenn dann die Reihe Bacon gelegt ist, klappen wir hier wieder um. Und damit meine ich nicht das Backpapier, sondern den Bacon. So, und weiter geht's. Dann kommt wieder die nächste Lage hier oben dran. So, dann wieder umschlagen. Und eventuell denkt sich der eine oder andere jetzt schon, Alter, also das mit den Baconscheiben anfangen, das Fleisch dranlegen, ging irgendwie schneller. Und genau,
Da habt ihr vollkommen recht. Deswegen ist, nehme ich normalerweise die Variante, dass ich einfach Baconscheiben um das Fleisch drum rumschlage. Geht in meinen Augen schneller und hat den gleichen Effekt. Mein Baconnetz ist fertig geflochten. Grill ist auch nicht vorgeheizt und an dem geht es jetzt weiter. So, mein Big Green Egg ist gut vorgeheizt. Ihr könnt sehen, Kohlen brennen. Wir schnappen uns das Roast Beef und grillen es jetzt kurz ringsrum richtig scharf an. So, Zeit, das Roast Beef zu drehen. So, das Roast Beef ist scharf angegrillt. Das darf jetzt vom Grill runter. Ja, das sieht wunderbar aus. Und ich baue den Grill direkt um für indirekte Hitze. Das bedeutet, wir nehmen eben den Grillrost raus. Wichtig natürlich, Handschuhe anziehen. Und dann kommt der Expander mit dem Konvektor und der Drip Pan rein. In die Drip Pan geben wir Wasser, denn es wird ja gleich eine nicht unerhebliche Menge an Fett runtertropfen. Und ich regle den Grill jetzt ein auf 160 Grad. So, hier haben wir jetzt das Roast Beef. Das Roast Beef möchte ich jetzt gerne einreiben. Und zwar habe ich hier süßen Senf. Und damit wird das Fleisch jetzt richtig ringsrum eingerieben. So, das Fleisch ringsrum eingerieben. Jetzt wird es auch noch eingepudert. Denn dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, es wurde noch gar nicht gepfeffert und gesalzen. Das machen wir jetzt. Ich meine, wir haben natürlich auch Salz im Bacon drin. So, den Rub schön andrücken. Dann einmal das Ganze umdrehen. Und die Rückseite auch würzen. So, dann noch mal kurz auf die Seiten aufstellen. So, dann habe ich hier mein Baconnetz auf dem Backpapier. Ihr seht also, es ist extrem praktisch, das Baconnetz auf diesem Backpapier zu haben. Dann kann man es nämlich wunderbar bewegen. Und jetzt setzen wir das Roastbeef hier hinein. Was wir hier an Rub und Senf über haben, das werfen wir natürlich nicht weg, sondern das kommt hier noch mit drauf. Das ist alles Geschmack. Jetzt gilt es nur noch mal kurz zu gucken, wo laufen denn die Fleischfasern von diesem Steak lang. Das Stück war im Prinzip, also das Roastbeef wäre quasi so gelaufen. Ja, bedeutet also, wir würden es so aufschneiden. Heißt, das Thermometer muss jetzt gleich von der Seite hier reinkommen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen irgendwie. So, jetzt wird das Ganze eingeschlagen. Bedeutet also, ich habe hier mein Backpapier. Ziehe das hoch. Drücke das an. Dann schlage ich hier seitlich hoch. So, und zu guter Letzt dann einmal noch so rum. So, und so schaut das Ganze dann fertig mit dem Baconnetz drumherum aus. Jetzt nicht verschieben. So, wir wollten den Meter einführen, sprich also hier an der Seite. Roastbeef läuft wie gesagt so. Wir wollen es so aufschneiden, deswegen kommt der Meter hier an der Seite rein. Wunderbar. Und damit ist es jetzt fertig vorbereitet und kann auf den vorgeheizten Grill. Oh Leute, ich liebe das Big Green Egg einfach. Ich hatte gesagt, 160 Grad möchte ich haben, habe das eingeregelt, habe mich ums Baconnetz gekümmert, das Fleisch einzupacken. Wo stehen wir? Bei 160 Grad. Es ist einfach ein Traum. So, wir machen den Deckel vorsichtig auf, haben jetzt also hier unsere Drip Pan. Dann komme ich mit dem Roast Beef auf dem Backpapier, weil damit lässt es sich am besten tragen, vorbei. Nehme mir das Roast Beef. Wir setzen es hier drauf. Alter Schwede. Sehr schön. Deckel zu und Abfahrt. So, natürlich möchte ich der Mieternadel noch verraten, was ich vorhabe. Ihr seht 23 Grad im Kern. Zum einen, weil wir es angegrillt haben. Zum anderen, weil ich das Fleisch auch 2 Stunden vorher aus dem Kühlschrank rausgenommen habe. Empfehle ich euch immer, solltet ihr auch machen bei großen Stücken. Also 23 Grad im Kern. Wir machen Rindfleisch. Wir machen definitiv einen Braten. Wir wählen jetzt mal hier hohe Rippe aus. 60 Grad steckt davor. Das ist natürlich ein bisschen viel. Wir gehen mal auf 57 Grad. Und sagen, beginnen. Jetzt sagt er noch, wo er das Fleisch, wo das gerne, das Thermometer gerne hätte. Das ist okay. So,
abgeht die wilde Fahrttemperatur, außen natürlich steigend. Und jetzt lassen wir das Ganze bei 160 Grad gemütlich auf Kerntemperatur gehen. So, der Mieter erzählt mir, dass wir bei 50 Grad Kerntemperatur sind. Temperatur im Grill 160 Grad. So schaut das Ganze bis jetzt aus. Und jetzt werde ich das Fleisch bzw. den Bacon noch mit Barbecue-Soße glasieren. Das Ganze so, wie gesagt, so gute 7 bis 8 Grad vor der finalen Temperatur, damit die Barbecue-Soße auch noch ein bisschen Zeit hat, am Bacon anzuhaften und ein bisschen anzudicken. Da ist es natürlich wieder von Vorteil, dass wir die Drip Pan unten drunter haben, damit wir uns jetzt hier nicht den ganzen Konvektor einsauen. Wunderbar, dann machen wir den Deckel zu und lassen das Roast Beef weiter garen. Eine Stunde 20 ist vergangen. Der Mieter sagt, wir sollen das Fleisch vom Grill runternehmen. Wir haben jetzt eine Kerntemperatur von 55 Grad. Leute, sieht das nicht absolut fantastisch aus. Großartig. Ja, dann nehmen wir das Roastbeef jetzt vom Grill und lassen es noch ruhen. Ich denke, bei dem Stück sind 10 Minuten absolut angebracht. Mal gucken, dass wir das einigermaßen heil hier runterbekommen. So, Zeit, unser Baby mal anzuschneiden. Die Ruhenzeit ist vorbei. Ich ziehe erstmal die Mieternadel raus. Die brauchen wir ja nicht mehr. Und wir hatten die Nadel ja gesteckt, weil wir wissen, wir wollen es so aufschneiden. Dementsprechend schnappe ich mir jetzt mal ein Messer und ja, wir schneiden einfach mal hier so schön in die Mitte rein. Seid ihr bereit? Das sieht hervorragend aus. Schaut mal her. Perfekt. Und schaut mal, wie schön dieser Baconkranz da drumherum ist. Dazwischen drin der Senf. Seht ihr das? Hat ein bisschen was vom Beef Wellington, nur dass wir hier halt eben ohne Blätterteig auskommen. Und jetzt schneiden wir hier mal noch eine Tranche runter. Geil. Ja, und dann würde ich sagen, wird probiert. So, hier habe ich jetzt also ein Stückchen von meinem Roastbeef in Bacon und ich sage sehr zum Wohl. Boah. Es ist so super zart. Es ist ein absoluter Traum. Ich bin gerade schwer begeistert. Einfach wirklich super gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Ganze in kalt richtig gut schmeckt. Da ich aber Gäste habe, nehme ich das jetzt mit rein. Wir werden es aufschneiden. Und ich glaube, es werden gleich ein paar Leute sehr, sehr glücklich sein. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video. Wenn denn so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue einen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten meines Kanals sein, hier unten könnt ihr das sehr gerne auf kostenfreie Ehrengriller-Basis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat von diesem Roastbeef eine Insta-Story gesehen. Schaut also gerne bei Barbecue aus Rheinhessen vorbei. Da seid ihr einfach immer näher dran. Wenn ich was filme, dann halte ich auch mal immer kurz das Handy dran. Also schaut gerne rum. Das war's für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ganz viel Spaß beim Nachmachen. Link zum Fleisch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war's für dieses Mal. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann. Boah, ist das gut.